So, moin moin Leute, willkommen zu einem weiteren Vlog, aber dieses Mal ein sehr, sehr besonderer, weil, wie ihr schon seht, sind hier ein paar Leute mit dabei. Natürlich ist der Warren am Start. Servus. Von Shisha WG, falls ihr die kennt. Der Marius von About Hookah ist auch schon am Start. Der Christian von Shisha Gott ist am Start. Und auch Adreo, aka Mr. Shisha Tricks, ist auch da. Wir sind schon bei meinen Eltern in Rottgau in der Nähe von Frankfurt, weil, was ist in Frankfurt? Richtig, der Flughafen. Wir wurden alle von Adalia eingeladen und noch viele, viele weitere in die Türkei zu fliegen, nach Izmir und uns da mal das Werk von Adalia anzugucken. Deswegen geht es für uns heute auf jeden Fall los in die Türkei. Gestern waren wir hier aber auch schon unterwegs und da zeige ich euch einfach mal kurz einen Clip, den ich für den Jakob vom Wolke 7 Shop gemacht habe, wo wir gestern so unterwegs waren. Coming in, yeah, flex, I just wanna win, yeah, LA BB, who we running with, yeah, 2-2-3-3, I'm on 10 again, yeah, state your name, been dope on flame, I just switched the lanes, damn, he did it again, I just flipped the pain, stripping and dipping in bass, slab on everything, swimming, you shaking away, cause I got big racks coming, I put my low racks on it. I ain't skip past losses, I had to get back off it. See the fit lab on it until they whip my coffin. Money clip, I tossed it, I heard it's big bags on big bags on big bags coming, coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2-2-3-3, I'm on 10 again. Jungs, wir sehen uns, wenn wir zurückkommen, gell? Passt gut aufs Haus auf. Schade, dass ihr nicht mitkommt in die Türkei. Vielleicht gibt's Hasenbraten, ne? Marius, es geht los! So, jetzt geht's los zum Bahnhof und dann mit der Bahn zu sechst ab nach Frankfurt zum Flughafen. So, wir sind jetzt schon am Bahnhof angekommen. Meine Mom bringt dann auch gleich noch den Warren und den Chris. Wir haben leider zu sechst nicht ins Auto gepasst. Wir fahren dann mit der Bahn nach Frankfurt, ist stressfrei. Wir müssen uns nicht drum kümmern, wo ein Auto stehen bleibt und so weiter. Adrio wollte auch mal sagen. Und ja, wir fahren jetzt mit der Bahn zum Flughafen. 14.55 Uhr geht unser Flieger. Jetzt haben wir 11:45 Uhr, also alles sehr, sehr entspannt. Wir haben mehr als genug Zeit eingeplant. Am Frankfurter Flughafen treffen wir auch noch viele, viele weitere Leute, die auch von Frankfurt fliegen. Wird auf jeden Fall sehr, sehr nice. Aber hoffen wir einfach mal, dass die Deutsche Bahn keine Verspätung hat. Ich bin schon alt genug, ich darf nicht selbst entscheiden. Warren, erklär doch mal, was da gerade abging. Wir sagen es mal so, der Kollege verträgt kein Energy. Also gar nicht. Er verträgt halt schon, aber der Marius wird ein kleines hyperaktives Etwas, wenn er Energy trinkt. Nur so ein bisschen. So, einmal bitte Red Bull Plug, damit wir auch bald das Sponsoring haben. Ach so. Trink einfach mal so genüsslich, nimm mal so einen genüsslichen Schluck, mach so ein Fühlst du dich schon erfrischt? Oh, ich krieg schon Flügel. Wuhu. Fühlst du die Energie? Ja, die macht es mit mir. Video. Ja. Pünktlich steigt. So. Sonst wirst du verhaftet. So, kurz jemand noch ein kostenloses Ticket drauf. Das ist das von Chris. Kommt einfach vorbei, stellt euch vorher an den Boarding Gate und dann passt das. Na, könnt ihr das gerne. Ich bin nicht mehr ganz dicht an deinem Anblick. Ich bin dir in keine Sorge. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask you that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process.
luggage carrier 9 is free to go in the overhead compartment. Secure a smaller one underneath the seat in front of you. Kamera? Es geht. Jetzt ist ja gut. Ja, gut durchgekommen. Du hast Frankfurt hingekommen. Ach, den Flieger sagt niemand? Ja, nein, der war auch Flieger. Ja, ich glaube, wir haben das gut. Alter. Damn, Bro. So, Leute, wir sind jetzt im Hotel in Izmir angekommen. Warte mal. Machen wir das mal so. Ich kann ja sogar im Spiegel da drüben ungefähr sehen, was ihr jetzt seht. Wir packen gerade unsere Sachen. Wir gehen jetzt gleich nochmal runter. Wir sind gerade aufs Zimmer gegangen. Blende ich euch mal kurz ein. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus, das Zimmer. Hat Adar ja echt was Cooles ausgesucht. Ist noch relativ krass mitten in der Stadt. Und morgen geht es aber auch nochmal in ein weiteres Hotel. Jetzt sind wir aber relativ fertig, deswegen jetzt mal Kamera erstmal wegpacken. Wir gehen jetzt hoffentlich noch was essen, vielleicht noch eine Pfeife rauchen. Vielleicht seht ihr das ja in den Instagram-Stories live. Pfeife rauchen muss sein. Ja, wir wissen aber noch gar nicht, ob wir überhaupt noch was zu essen hier bekommen, wie das hier mit Pfeife rauchen im Hotel so ist und so. Gucken wir jetzt alles mal nach. Ja, Zimmer zeige ich euch noch und entweder wir sehen uns später nochmal oder morgen. Ja, ich will halt das nicht versauen, ne? So, wir haben hier gerade noch eine fette Versammlung direkt vor dem Hotel. Wir sind einfach wirklich vor der Lobby. Sind einfach so viele Leute am Start. Jeder hat eine Pfeife an, jeder raucht verschiedenen Tabak. Es geht die ganze Zeit nur um Shishas. Ist einfach richtig nice, so viele Leute am Start zu haben, die alle einfach nur die ganze Zeit über Shisha reden. Wir genießen hier auf jeden Fall jetzt noch ein paar Köpfchen und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn wir dann zum Adalia-Berg fahren. So, gute Morgen, Leute. Erste Nacht im Hotel überstanden. Wie ihr gesehen habt, waren wir gerade noch schön am Pool. Erstmal schwimmen. Jetzt geht's aber zum Frühstück. Und das sollte, wenn alles stimmt, da drüben oben sein. Aber schauen wir mal. Mr. Breakfast Tricks ist auch wieder am Start. Moin. Kevin auch dabei. Spontane Aufzugsfrage. Was ist dein Lieblingstabak? Black Nana. Wirklich? Nein. Was ist dein Lieblingstabak? Oh, viel Eiskaktus, Splash Schnell. Joy. Schnell. Das war's? Ja. Ja? Gut? Okay. So sieht es übrigens aus, wenn man wie ein komischer Spaß die ganze Zeit mit einer Kamera in der Hand durchs Hotel rennt. Ja, wir haben jetzt gepackt. Wir waren ja eben noch am Pool, haben eben schön gefrühstückt. Das war auf jeden Fall nice. Aber jetzt heißt es schon Abschied nehmen von unserem Hotelzimmer, ne? Ja, aber Fazit ist auf jeden Fall krasses Hotel, geiles Mega Frühstück. Schön. Es gab fucking Mozzarella-Sticks. Junge, ich bin happy as fuck. Wenn Warren Mozzarella-Sticks zum Frühstück bekommt, dann ist er ein glücklicher Mann. Und Sucuk, das einfach wirklich abnormal geil schmeckt. Also selten so gut gefrühstückt, hat sich auf jeden Fall brutal gelohnt. Ja.
Sehe ich auch so. So, das war's dann fürs Swiss Hotel. Jetzt geht's weiter ins Adalia-Werk. Gewartet auf dich. Du bist doch um ungefähr 10 Uhr ins Bett gegangen. Ja, ich hab mich auf dich vorbereitet, aber krass. Ach so, im Zimmer? Ja. Ich hab auf dich gewartet, mit Marius zusammen. Film den auch nochmal. Du hast ein Mikrofon Schatten im Gesicht. Ah, nice. Auf der Nase. Ja? Ja, bleib mal noch, vielleicht wieder weg. Meinst du, ist unser Hotel? Nein, hier ist die große Kraft.
Zimmerkarten haben wir. Jetzt gucken wir mal, wie die Räume aussehen. Oberschenkel, ja? Was ist los, Junge? Muss mal abseilen, dann geht's los auf den Pool und dann ja, schauen wir. Jawohl. Jetzt erfahrt ihr, wie Black Shisha in Wahrheit ist. Na, heiß. Oh, wow, heute können wir nicht so schön vorstellen. Ja. Aber. Wie geht das auf? Es geht nicht auf. Sea View. Wow. Jo, da ist noch was. Fliegen geht da geil, können wir nicht auflassen. Oh, was ist denn jetzt passiert? So, ca. 2,5 Stunden jetzt später sind wir endlich im Porto Beach Resort angekommen. Ich würde mal sagen, wir schnappen uns jetzt die Boxershorts bzw. die Badeshorts und springen in den Pool, machen uns den Kopf an und dann nehmen wir euch auf jeden Fall mal mit. Euer Intro, wenn ihr diesen Vlog macht. Punkt 12. Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Willkommen hier zu den... Okay, ich hab verkackt. And action. Action. So, wir haben draußen gemütlich ein Pfeifchen geraucht. Dann haben wir uns noch auf den Balkon gesetzt und haben noch ein Pfeifchen geraucht. Mittlerweile ist es wie viel Uhr? 2:20 Uhr. 2.20 Uhr einfach, morgen müssen wir wieder früh raus, dann geht's auf eine Boottour, das wird auf jeden Fall sehr, sehr geil. Deswegen würde ich sagen, der André sieht so aus, als hätte der jetzt noch was mit dem Chris vor, der Chris liegt auch schon in einer hocherotischen Position ich auf. Ich stehe einfach um 4:45 Uhr auf, also. Digga, man beachtet dieses schöne King-Size-Bett, Alter, das wir uns beide heute teilen. Leg dich doch mal so demonstrativ. Nee, Alter, auf gar keinen Fall, das ist lang mit dem Wind nachher. Sieht so mein Chef, wie ich hier so hänge, so man kann mal frei mit irgendeinem. Hä, was? Okay, ja. Ich fühle mich irgendwie gerade eklig. Auf jeden Fall gehen wir jetzt besser schlafen, damit wir morgen wenigstens halbwegs fit sind, im Gegensatz zu diesem Gentleman. Der wird wahrscheinlich am Arsch sein. Also in diesem Sinne, gute Nacht und bis morgen. Mal, was wir jetzt so machen. Ja, erstmal bauen wir jetzt einen Bus, damit wir zum Boot fahren können. Und dann machen wir eine schöne Bootstour. Eine Bootstour? Eine Bootstour. Die ist lustig. Eine Bootsfahrt? Eine Bootsfahrt. Die ist schön, du Lappen. Oh Mann. So, jetzt geht's auf in den Bus und dann ab ans Boot und dann ab aufs Meer, oder? Ja, würde ich schon sagen. Jetzt geht's rund, Leute. So Leute, jetzt sind wir hier gerade mit dem Bus angekommen, gehen jetzt gerade noch zu Fuß das Stückchen zum Hafen auf das Boot und dann ja, beginnt die Reise auf dem Boot, ne? In der wunderschönen Türkei. Du so, als wärst du begeistert, Jonas. Ich bin begeistert, ich brauche nicht dazu.
me. Dancing in the car is lightning. Blowing up a thunder, warm shit over me, yeah. We got everything we need right. Yeah, coming in, yeah, flex, I just wanna win, yeah, LA BB, who we running with, yeah, 2-2-3-3, I'm on 10 again, yeah, state your name, bibbing dope on flame, I just switched the lanes, damn he did it again, I just flipped the pain, stripping and dipping in bass, slab on everything. Swimming, you sinking away, cause I got big racks coming. I put my low racks on it. I ain't skip past losses, I had to get back off it. See the fit lab on it until they whip my coffin. Money clip. Willkommen zurück bei Jackass. Wir sind einen Stockwerk höher gegangen und haben uns eine Nudel besorgt. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win. LA BB, who we running with? Yeah. 2-2-3-3, I'm on 10 again. Pump up the action. Bitch, I'm active. If he never heard of Ben Dope, he just napping. Jackson's off the rapping. Keep it on my body, bitch, I'm broke if you ask it. Don't gotta sell him, Ocialis, flawless, broken whips as long as it is foreign. Heard you want it, cause the yam's enormous. What's an ass since she isn't gorgeous? Live my life last name of Morgan Freeman. Trying to touch a forest, do not know when knocking on the door is. Came in, I came in, I came in. Did it like the Porsches coming in. Yeah, flex, I just wanna win. Yeah, LA BB, who we running with? Yeah, 2-2-3-3, I'm on 10 again. Okay, alright, coming in. So, Bootsfahrt ist vorbei, wir sind wieder am Hafen angekommen. Jetzt geht's zurück ins Hotel. Nach dem Hotel dann angeblich noch in eine Shisha-Bar, also ist zumindest der Plan. Schauen wir mal, wann wir loskommen und so. Aber da wir jetzt relativ lange keine Pfeife geraucht haben, ist eigentlich erstmal der Plan, so schnell wie es geht, eine Pfeife zu rauchen. Das ist korrekt, auf jeden Fall, das ist der Plan. Immer diese YouTubers. So.
So, zurück am Hotel geht's für uns jetzt erstmal Abendessen, in der Hoffnung, dass wir dann ganz schnell duschen können. Und bevor es um 9 Uhr weitergeht, jetzt ist es ungefähr 7:30, um 9 Uhr geht es weiter in eine Shisha-Bar. Wir haben so Schmacht, wir wollen alle einfach nur noch einen Kopf rauchen. Deswegen, Plan ist, schnell futtern und dann ganz schnell den Kopf anmachen. Vielleicht lässt der eine oder andere sogar die Dusche sausen. Man munkelt auf jeden Fall. So, wir sind ruckzuck zum Essen gesprintet. Erzähl den Leuten, wie schnell wir beim Essen waren. Wie lange hatte das Buffet offen? Knappe 10 Sekunden. Knappe 10 Sekunden. Und Digga, richtig deutsche Vorurteile, ja. Erst also, beim Tisch. Wir waren echt sofort am Buffet und es hat mega gut geklappt. Essen gestern war nicht so Bombe. Hoffen wir mal, dass es heute besser wird, oder? Ja, Mann. Das sieht gut aus. Guck mal, Champignons. Ja, mag ich nicht. Lecker. So, wir rauchen hier gerade noch schnell das Köpfchen, bevor es ab in die Bar geht. Schaut euch bitte mal diese Aussicht an beim Köpfchen rauchen. Wir rauchen übrigens den Double Melon. Was ist dein erster Eindruck, Adrio? Gut, oder? Ist geht besser als gedacht. Dafür, dass ich keine Melone mag, kann man den auf jeden Fall rauchen. Ja, geht mir ganz genauso. So Leute, jetzt geht's weiter in die Shisha-Bar. Mal gucken, wie die hier so aussieht. Wir nehmen selbst Pfeifen mit, also die ATHs sind am Start. Also ist vielleicht nicht ganz aussagekräftig, wie so eine Bar hier in der Türkei ist. Aber trotzdem gespannt, wie das Ganze aussieht und so. So, wir sind jetzt in der Shisha-Bar Demlik angekommen. Die Adala-Jungs haben jetzt hier alle Pfeifen aufgebaut, Tabak zur Verfügung gestellt und ja, jetzt werden ein paar Pfeifen geraucht. Sorry, Marvin, dass ich dich voll gewusst habe. Ich hab den extra zu dir geschossen. Ah. So, war jetzt der letzte Abend bei Adalia im Çeşme. Und jetzt geht's ab ins Hotel und dann morgen wieder zurück. So Leute, jetzt geht's draußen noch eine Pfeife rauchen mit einem Mann. Der Trio macht rückwärts laufenden Kameramann. Wir haben schon die Pfeife an. Wir haben mit mir extra nicht den Aufzug genommen, weil wir Angst hatten, dass es vielleicht angeht. Aber jetzt gibt es noch eine schöne Runde Black Nana. Der abschließende letzte Kopf in der Türkei. So, ist zwar absoluter Krebs gerade mit 25.000er ISO. Aber es geht mehr um das Gesagte. Wir sitzen jetzt gerade noch am Pool, rauchen alle zusammen unser letztes Köpfchen. Und dann ist Feierabend. Das wird jetzt das abschließende letzte Izmir-Köpfchen hier. So, einen wunderschönen guten Morgen aus Izmir zum letzten Mal. Wir gehen jetzt noch frühstücken. Wir haben eben schon alles gepackt. Ich habe auch schon mein ganzes Gepäck dabei. Ich habe ja eh nur Handgepäck. Und ja, nach dem Frühstück heißt es auschecken und dann geht's wieder nach Deutschland. War auf jeden Fall krass. Ich hätte nicht gedacht, dass die vier Tage hier so krass schnell umgehen. Also echt heftig, aber es war mega schön. Super viele krasse Eindrücke, viele leckere Pfeifen geraucht, viele coole Leute kennengelernt. Also echt mega. Auf jeden Fall nochmal ein riesen Dank an Adalia, dass sie das hier möglich gemacht haben. Ich meine, guck mal, wo ich gerade einfach chille. Einfach Meerblick, den Pool vor der Nase. Ist einfach mega schön. Ja, ich gehe jetzt zum Frühstück. Und ja, dann geht's schon auf zum Airport. So, am Flughafen angekommen und hier an dem Flughafen irgendwie einfach direkt Sicherheitskontrollen. Bisschen komisch, aber dann haben wir es wenigstens hinter uns. Leute, wir haben den Deal des Jahres gefunden. Eine äußerst günstige Pfeife im Duty Free. Zu krass. Und ein Mini-Backgammon, was sogar wirklich geil ist. So, jetzt kommt das ausführliche Burger King Türkei Review von Chris Stein, aka Shisha Gott. Also man muss eins sagen, es ist besser als bei uns in Deutschland. Die Pommes sind knuspriger, die Burger schmecken wie hausgemacht, also immer wieder gerne. Und preismäßig, es geht. Ja gut, am Flughafen war es jetzt schon teuer. Und was sagt Mr. Shisha Tricks? Daumen hoch. Mhm. Sehr ausführlich. Ja, also ging echt klar. Ist halt wirklich teuer, hat jetzt irgendwie
Ich habe hier so einen Chicken Barbecue Burger gegessen und hatte am Ende irgendwie 11,50 Euro oder sowas. Schon teuer. Aber hast du einen Cheeseburger? Ich hatte noch einen Cheeseburger dabei. Jo, der Cheeseburger 4 Euro. Wie krass ist das denn bitte? Aber war ganz gut. Jetzt haben wir wenigstens noch was gegessen vom Flug. Keine Ahnung. Jetzt müssen wir uns noch ein bisschen umgucken, weil es dauert noch ein bisschen, bis wir boarden können. Und dann geht's heim. So, der gute Atreo hat den Doppelapfel nicht in der Tradi geraucht und deswegen sitzt er jetzt im Kittchen. Ja, so schnell geht das, wenn man den Doppelapfel nicht in der Tradi raucht, Kollege. Bei mir gibt's keinen Doppelapfel. Gar nicht? Nein, absolut nie? Nicht. Schmeckt mir nicht. Traube? Ja, Traube immer. Traube immer. Glück gehabt. Traube, Minze geht immer, aber kein welcher? Doppelapfel. Black Nana und Alvaha. Ist das ernsthaft oder hast du auch einen anderen Lieblingstraube? Nein, also zu Hause habe ich immer Alvaha. Ja. Ja, das ist auch gut. Oh ja. Oh! Swagilicious! Es wird Story-Beats ohne Ende. So sieht das übrigens aus, wenn man 2 Meter ist und in ein Flugzeug einsteigen will. Danke dafür. Wir bitten Sie beim Verstauen Ihres Handgepäcks den Gang freizuhalten und danken für Ihre Our aircraft has 8 emergency exits, 2 at the front of the cabin, 4 over the wings and 2 at the rear of the cabin. Eliminated strips on the floor direct to these exits. In the case of an emergency, the aircraft will be evacuated. During an emergency evacuation, leave your hand luggage on board. Die allseits beliebte Schnauzer-Cam. Junge, der ist nicht gemacht. Trotzdem besser als mein Schnauzer, sag ich mal. So, das war mein kleines Aftermovie zu Izmir in der Türkei mit Adalia 2019. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war auf jeden Fall ein Riesenhaufen Arbeit. Vielen, vielen Dank an der Stelle nochmal an Chris, der mich die ganze Zeit mit Köpfchen versorgt hat, während ich am Schneiden war. Und auch nochmal natürlich ein Riesendank an alle, die dabei waren, die den Trip so unglaublich witzig gemacht haben, wie es letzten Endes jetzt war. Und natürlich, selbstverständlich, auch noch ein Riesendank an Adalia, die uns alle eingeladen haben. Mega krass, dass die so eine Aktion gebracht haben. Auf jeden Fall richtige Ehrenaktion. Ich bin froh und freue mich drüber, dass wir dabei sein konnten. Und ja, war einfach unvergesslich. Ich hoffe, der Clip dient vielen noch so ein bisschen oder lange, lange als Erinnerung an einen wunderschönen Urlaub. Falls euch das Video gefallen hat, wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Shisha-WG.